So, moin. Es geht weiter bei Rise of the Tomb Raider. Im letzten Video sind wir ja am Ende vor dem bösen, bösen, großen Bären abgehauen, der uns so ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Problem ist, wir müssen an ihm vorbei. Und kleine Lara ist Wie jetzt soll hier ich ein dir sonst die bisschen Blutung stellen? angeschlagen. Wir müssen uns jetzt hier erstmal ein bisschen versorgen. Das heißt dann wohl, Blätter finden, stand da jedenfalls eben, um uns zu heilen. So. Sowas hier zum Beispiel. Ich brauche einen Verband. Ja. Also suchen wir jetzt erstmal das Zeug zusammen, damit wir uns verarzten können. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was der Trinity da unten? So. Heilen können wir uns wieder. Mehr Das sieht mongolische aus Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. wie das Jetzt an nächste den große Bären Ziel. vorbei. Ja, aber um dahin zu kommen, müssen wir, wie gesagt, an dem bösen Bären vorbeikommen. So. Was mache ich hier? Ich glaube, ich will den Sound etwas verändern, weil ich beim Hören, beim Spielen die Dialoge teilweise schlecht verstehe. Also müssen wir mal Musik und vielleicht auch die Soundeffekte etwas reduzieren. So, okay. Können wir wohl erstmal so lassen. Gut, also wie gesagt, dahin und an dem Bären vorbei. So, da oben ist das nächste Ziel, alles klar. So, jetzt müssen wir hier hochklettern. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Okay. Also sammeln wir jetzt Pilze, damit wir dann die Giftpfeile bauen können. Ist schon mal ein Plan. Und dann mit den Giftpfeilen den Bären kalt machen, wahrscheinlich. So. Okay, wir können jetzt links hoch. Oder wir gehen an der Wand hoch. Was haben wir hier noch? Ah ja. Hier gibt es ein bisschen. Nee. Gibt bloß Stoff. Ich dachte, hier wäre Kohle drin. Aber gut, keine Kohle. Aber Stoff ist auch gut. So, klettern wir jetzt erstmal hier hoch. So, Bergungsgut. Mit Bergungsgut können Sie in Lagern Waffen verbessern und zerstörerische Hand. Schlalalala. Gut, wo müssen wir hin? Ja, kein Plan. Geht's jetzt erstmal runter. Wieder in den Wald. So. Och, da. Das Reh ist weg. So, Wettrennen mit dem Hasen. Da ist es wieder. Jetzt läuft es an mir vorbei und ist schon wieder weg. Ganz schön schnelles Tier, das Reh. So, ich glaube eigentlich, dass wir noch mehr Pilze sammeln müssen für die Giftpfeile. Kann das sein? Nur wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht direkt wo. Also laufen wir mal hier noch so ein bisschen rum. Halten Ausschau nach irgendwie brauchbarem Zeug. Überlebensversteck. Da bin ich. Dokument. Oder was ist da oben? Monolith. Noch mehr Dokumente. Forschertasche. Relikt. Und noch ein Relikt. Da ist mein Basislager.
Sieht noch relativ übersichtlich aus. Und ich habe jetzt hier mal das Basislager markiert. Welche Richtung? Nach rechts. Gut, da ist mein markiertes Lager. Ja, dann lasse ich mal fallen. Gut. Ja. Ah. Mist. Weg. Also es braucht mehr als einen Pfeil. Oder stärkere Pfeile. Schön, wie sie durch den dicken, hohen Schnee läuft, ne? Und da ihre Spuren hinterlässt. Achso, da muss ich lang. Ach. Ich war ja schon direkt am Lager quasi. So, Fähigkeiten kann ich und die Waffen kann ich ausbauen. Dann guck mal bei den Waffen. Den Bogen. Oder die Axt. Ne, den Bogen kann ich machen, ne? Gewickelte Sehne. Die um den Nach. Punkt mit Leder umwickelte Bogensehne reduziert die Fingerspannung für zusätzliche Haltezeit. Aha. Schön. Gut. Bogen ist aufgerüstet und hier, was machen wir jetzt? Zwei Punkte haben wir. Und, ja. Was soll, will ich nehmen? Pfeile wiederfinden. Atemkontrolle erhöhen Sie die Ziel. Fixierzeit. Plünderer. Tierische Instinkte. Ja, Pfeile wiederfinden ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und. Ja, machen wir das halt auch. Gut, dann haben wir uns jetzt ausgerüstet. Und was machen wir als nächstes? Grasen wir mal die Dokumente ab. Also zum Sammeln gibt es ja hier einiges. Und es wird im Laufe des Spiels wahrscheinlich noch mehr. So, hier war noch was. Da ist auch noch was. So, da oben muss ich hin. So. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Aha. Gut. Nächstes Dokument ist angewählt, dann machen wir uns jetzt auf den Weg dahin. Vielleicht finde ich ja unterwegs auf den jeweiligen Wegen auch die Pilze, die ich noch brauche. So. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Ruß war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen.
Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Aha. Gut. Nehmen wir gleich das nächste. So. Wo lang? Da lang. Das war jetzt hier nicht weit. So, was haben wir noch Schönes in der Tasche? Na? Ah ja, Karte wurde aktualisiert, sehr schön. Geheimnisse entdeckt, alles klar. Also wird die Karte jetzt wohl bunter aussehen? Nee, tut sie nicht. Noch nicht. Gut, das Relikt wird dann wohl gleich hier nebenan sein. Ja, in dieser Höhle, aber fehlende Ausrüstung. Gut, dann brauche ich das auch nicht anwählen. Dann hier, die Monolithen. Oder? Das Dokument. Ich nehme das Dokument. So, da ist schon wieder... Ja, der Hirsch. Oder das Reh. Und selbst wenn es langsam ist, ist es noch zu schnell für mich. Mann, Mann, Mann. So, da ich jetzt aber hier in diese Höhle nicht reingekommen ist, weil mir dieses Seilpfeilteil noch fehlt, wird das wohl heißen, wie auch in dem Vorgängerspiel, dass ich die ganzen Gegenden öfter absuchen werde oder öfter besuchen werde. So, und eigentlich müsste ich jetzt hier auch an dem Dokument sein. Also, hier. Aber da ist nichts. Ist ja blöd. Müsste genau links von mir sein, ne? Ja, da. Da ist aber nichts. Hm. Ja gut, was will man da jetzt machen? Wo nichts ist, kann man nichts nehmen oder nichts machen. Selbst wenn es auf der Karte schon markiert ist. Dann nehmen wir das nächste. So. Also jetzt aber keine Angst. Ich werde mich hier auch gleich wieder um den regulären Weg kümmern. Ich sammle halt nur gerne. Wenn es was zu sammeln gibt. Und solange es so schön einfach ist und es auf der Karte markiert ist, nehme ich es natürlich umso lieber mit. So. Das und das ist das, was wir, finden wollten. Der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Dann haben wir das jetzt auch. Truhe, Dokument, Höhle. Aktuelles Einsatzziel. Daneben ist noch ein Relikt. Dann gucken wir uns mal die Höhle an. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, so halb. Na, da geht's nicht lang. Muss einen anderen Weg finden. Hier hoch. Na komm. Hallo. Okay, das funktioniert nicht. Warum auch immer.
Eigentlich ist der Sprung höher. Aber wir können natürlich auch gerne über dem Baumstamm balancieren. So, und jetzt? Toll. Also die Höhle ist irgendwie jetzt hier gerade rechts von mir. Aber ich finde den Eingang nicht. So, was ist das? Ah, hier können wir aber rein. Hier sind dann wieder andere, die Fliegenpilze. Kommen wir noch tiefer rein? Ja. So, finden Sie Stoff für das Giftpfeil-Upgrade. Gut. Das nächste, was wir offiziell suchen müssen. So, jetzt sind jetzt aber erstmal diese Höhle hier. Ah, was ist das? Okay. Das war dann wohl Erz oder sowas. Okay, da haben wir nochmal Erz. Was haben wir hier? Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal das hier noch mit. Dann bin ich, glaube ich, in dieser Höhle auch schon wieder fertig. Ausgang. So. Ja, geradezu muss ich weiter. Den Höhleneingang, ja, werde ich vielleicht durch Zufall finden. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte das versuchen. Das war schon das, was ich gebraucht habe, oder wie? Gut, dann neues Ziel. Jetzt zurück ins Lager gehen. Dann können wir hier noch... Hier ist der Monolith. Na? Okay, nehmen wir erst die Kiste mit. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf. Aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Schwer zu sagen, die mongolische Grammatik ist kompliziert, aber es liest sich wie Anweisung. Anweisung? Aha, Spielerwegweiser. Verwenden Sie X, um ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser zu markieren. Spielerwegweiser werden bei der Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt als blaue Lichtkegel angezeigt. Das ist schön, das weiß ich aber mittlerweile schon. Das war nämlich Learning by Doing. So, und Münzverstecke werden mir jetzt angezeigt. Mhm. Ja, dann nehmen wir die mal noch schnell mit. So, die Münzverstecke. So, da ist eins, da blinkt's. Nummer eins. Dann nehmen wir das da oben, oder? Achso, das war das Tipp. Dokument, was noch nicht da ist, glaube ich. Oder? Ne, das muss das da unten sein. An dem Tisch, wo nichts ist. Da wird es mir angezeigt. Aber es ist nicht da, Mann.
So, drüber springen, da kommt es auch nicht. So, wenn ich draufstehe, ist es auch nicht da. Und runter durch geht nicht. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal und gehen zum nächsten Münzversteck. So, da. Es sieht auf der Karte größer aus oder weiter, als es irgendwie ist. Also, es sind immer bloß ein paar Schritte hier. So, dann können wir jetzt rübergehen. Nehmen da noch schnell die Münzen mit und gehen dann von da aus ins Basislager, um dann die Giftpfeile zu bauen. Und dann können wir den Bären ausschalten, denke ich. Wettrennen, Wettrennen. Ich glaube, der Hase gewinnt oder hat aufgegeben oder ist eine andere Strecke gelaufen. So, hier irgendwo. Na, da. Hä? Achso. Hier unten irgendwie. Dann einmal das hier schnell. Und da. Gut, dann geht's jetzt ins Lager. Giftpfeile. Nutzen wir das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Munition. Geräuschlose Pfeile. Und hier kommen Giftpfeile. Pfeile, die beim Einschlag eine Giftwolke freisetzen. Falls die Todeswolke Pfeilefähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung Pfeile des besseren Typs produziert. Okay. Ich habe mir jetzt zwei gemacht. Zwei Pfeile, okay. Brauche jetzt aber erstmal scheinbar neue Pilze, um das Ding nachzubestücken, oder wie? Na gut. Mehr als zwei Pfeile kann ich ja scheinbar eh nicht tragen. Können wir sonst noch? Ja, wir haben noch Fähigkeiten. Das war jetzt, glaube ich, das falsche Menü. So, Überlebender, schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Eigentlich ganz gut. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Ja, klingt erstmal gut. Mehr EP ist gut. Gut. Schnellreiseorte sind noch nicht verfügbar. Nutzen die Schnellreise zum Erkunden. Okay. Dann muss mich ausruhen. Muss dich ausruhen? Oh, so kalt. Ehrlich jetzt? So müde. Oh, bitte. Gut, dann gönnen wir jetzt Lara etwas Ruhe. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Okay, Szenenwechsel. Tja, keine Falle mehr, Baby. Sie sieht ein bisschen aus wie Lara, finde ich, aber ist es ja offensichtlich nicht. So, ich nehme an, dass es Trinity ist und ja, Trinity sieht wohl das Feuer von Laras Lager.
Ja, wäre jetzt auch schön blöd gewesen, wenn sich Lara da drin versteckt hätte, ganz ehrlich. Aber man kann es ja mal probieren, ne? So, das heißt, dass wir jetzt menschliche Gegner mit dazu bekommen. Und die Frage ist natürlich auch, wo sind wir? Wo ist Lara? Ah. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. So, jetzt kann ich von oben drauf springen. Ja. Hat so ein bisschen was von Assassin's Creed jetzt. Bäume klettern und von oben herabspringen. Aber funktioniert ja. Herausforderung: Raffen und Weg. Durchsuchen Sie die Leichen von drei toten Feinden nach Ressourcen. Und den ersten habe ich jetzt. Gut, dann muss ich jetzt quasi noch zwei ausschalten. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Ausschalten, rücken Sie drei. Aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist das vermisste Gut, das war dann Nummer 2. Jetzt muss ich ihn noch aus. Habe ich gerade. Gut. Einer fehlt noch. Oh, hier Pfeile. So. Und ich kann jetzt mit. Was ist es? R1 Giftpfeile verfeuern. Ausgefeilte Pläne. Schleichen oder kämpfen Sie sich an Trinity-Soldaten vorbei zur Höhle. Oh, da waren Pilze. Habe ich jetzt erstmal ignoriert. So, wir nehmen mal hier das Nest mit. Na, da. Gut. Nochmal drei Federn. So, werden mir die Trinity-Soldaten auf dem Radar angezeigt? Ich glaube nämlich fast nicht, sah eben nicht so aus. Da. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Die haben geplant, dass wir ihnen folgen. Verdammt. Das war gar kein Rückzug. Das war eine Falle. Die sind noch da draußen. Ach, Seilfallen. Deshalb hängt da oben auch einer. So, was machen wir mit dir? Ja. Sehr gut. Dann habe ich jetzt meine Herausforderung abgeschlossen. Raffen und weg. 2000 Credits verdient. Sehr schön. Credits erhält man durch Erkundung. Verwenden Sie Credits, um im Shop Kartenpacks zu kaufen. Ja. Die anderen Modi des Spiels habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Also bis auf einmal durch dieses Haus laufen und Zombies abballern, allerdings war ich da nicht sehr erfolgreich. Daher habe ich noch keinen genauen Überblick, wie es hier mit den Kartendecks und den anderen Modis verhält. Aber das wird man dann wohl rausfinden. So. Das Gerät versucht die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. 1, 2, 3 sehe ich hier. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Okay, wie machen wir es jetzt am dümmsten? Vielleicht den, der da einzeln rumläuft als erstes. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. Ja, der ist aber noch zu nah dran. So. Müssen wir mal gucken. Da ist er. Noch irgendjemand? Nein. Gut. Schön leiser. Ja, komm, dreh dich weg. Gleich. Gleich bist du erledigt. Komm noch ein Stückchen näher. Jetzt! Ah! Da war ich ein bisschen zu langsam. Jetzt haben mich die anderen leider erwischt, gesehen. So. Und ich werde jetzt überballert. Und ich bin angeschlagen. Toll. Ja, L1 halten. Zum Selbstheilen.
Also viel aushalten tut sie nicht, ne? Ach, das ist schon wieder einer, Mann. Wo sind die anderen? Okay. Da ist einer. Da war eben auch noch einer. Ja. Das ist ja eine ganz blöde Situation jetzt gerade. Und das war das letzte Mal heilen. Ich brauche erst wieder Zeug zum ja, Blättern, Federn, irgendwas brauche ich, um mich dann das nächste Mal heilen zu können. Ach man, ist das kacke. Was soll ich jetzt machen? Großartig verstecken ist ja nicht, wa? Ja, von drei Seiten. Ey, du Pisser. Hier, Nummer 1. Ja. Ach Gott. Jetzt kann mich nicht mal heilen. Gut, schade. Hat sich jetzt auch erledigt. Gut, geht's im nächsten Video weiter.